Y-Food zur Stärkung, ganz wichtig. Fritz 10, 10%. Wieso Fritz 10? Weil Fritz Meinecke da der Werbung macht für das und ich unterstütze Fritz Meinecke. So schaut's aus. Prost. So, meine Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Heute wollte ich mir mal etwas zeigen, wie schön das in Tirol ist, was viele vielleicht noch gar nicht wissen. Wo genau? Wir sind am Achensee herum, auf ungefähr 1100 Höhenmeter. Wir gehen jetzt auf ca. 2000 Höhenmeter zum Bärenkopf. Und ich würde sagen, kommst mit! Merkt es eigentlich das? Ein guter Schmäh für den Hand. So, Jungs und Mädels, wir haben jetzt derzeit Jänner in Tirol und wenn irgendein Skifahren kommen möchte zu uns, gell? Nur zu. Alles beste präparierte Pisten, feinster Pulverschnee, kein Eis, kein Eis, gar nichts. Perfekt, perfekt zum Urlaub machen und zum Skifahren, gell? Also bitte eine kurze Erklärung, wo wir sind. Da auch ich. Der Bärenkopf ist 1991. Ungefähr, glaube ich, Meter. Höhenmeter, ja. Und links drunter, das ist eine Einsattelung, da liegt die Bärenbadalm drin. Die ist auf einem halben Weg ungefähr, das ist auf 1500 oder so. Aha. Da links oben ist der 12er Kopf, da waren wir fast auf der gleichen Höhe. Kannten wir auch lieber, den kannten wir zurückgehen lieber. Mhm. Und da müssen wir dazwischen dann noch, da ist eine lapperte Skipiste, also ein Kinderhang, da müssen wir Staufel wieder reinlaufen, das ist ein bisschen deppert. Dann gehen wir da jetzt einfach zwei Fahrten auf die Schotterpisten entlang. Und dass wir das alles schaffen, so, da ich sagen, Y-Food zur Stärkung, ganz wichtig. Fritz 10, 10%. Wieso Fritz 10? Weil Fritz Meinecke da der Werbung macht für das und ich unterstütze Fritz Meinecke. So schaut's aus. Mein Junge, Prost. Ah. Das ist komplett los. Los geht's. Mr. Survival Tip. So geht die Rolle am Bein. Ja, das halt hört immer mit. Und dann machst du gleich hinlegen. Er hat gleich einen Gegenstand. Ist seine Jacken, seine Kopfbedeckung, sein Zelt, sein Tarp, alles dabei. Mückenschutz. One versus Wild. Naturgetreue Tiergeräusche. Irgendein geiles Setup bei mir. Erklär mal deine Ausrüstung. Was muss man aufpassen, wenn man auf so eine Wanderung geht im Winter? Also, es ist ganz wichtig, dass man immer das beste Zeug vom Kasten nimmt. Deswegen habe ich das jetzt mit. Und die Jacken, perfekt für Winter, Skijacken. Skijacken, okay, ja. Skijacken zum Wandern gehen, die was Wärme speichert. Nachteil, sie ist nach 10 Minuten komplett nass. jetzt war sie da zum Trocknen. Aber Nachteil, wir sind auf der falschen Seite vom Berg, jetzt ist es gerade. Gut, das heißt, wir machen weiter im T-Shirt,
Lightweight Pro, auf geht's. So, Freunde, wir haben es bald geschafft. Man sieht schon, Gipfelkreuz. Wer freut sich? Sau geil, endlich. Pferdl? Wieso? So, Freunde, endlich am Gipfel angekommen. Wir werden uns jetzt unsere Jause gönnen, einfach ein bisschen eine Pause machen. Der Aufstieg war ganz okay, ein bisschen Schnee ab und zu abgerutscht, aber hat gut funktioniert. Wir genießen jetzt ein bisschen die Sonne und die Aussicht und natürlich werden wir ein paar Drohnenaufnahmen für euch machen. Wie immer das absolute Highlight, aber schaut es euch an. So, Jungs und Mädels, die Ausnahme haben wir. Drohnenaufnahmen sind im Kasten. Ich hoffe, euch gefallen sie. Ja? Und wir machen es jetzt auf dem Weg nach unten. Ich hoffe, wir schaffen es noch, bevor die Sonne untergeht, weil sie steht schon ziemlich tief. Und dass wir nicht ausrutschen. Es hat zwar nicht viel Schnee, aber ein bisschen Eis reicht und dann bist du da unten. Deswegen vorsichtig, gell? Aber wir halten eigentlich wie immer auf dem Laufenden. Luki, zeig uns einmal, wie man am Berg am schnellsten nach unten kommt. Nicht. Schau mit, oder? Ich schau mal so. Ja, du kommst auch mit. Thank you.
Serie. Was sagst du zu dem Spruch? Das ist voll eisig, was extrem fallen. Ist das was, was man empfehlen darf für die Follower daheim? Also für alle Leute, die noch nie am Berg waren und das ist vielleicht das erste Mal, dann probiert es aus. Saugeil. Jetzt erklär mir, was mit deinen Schuhen passiert ist. Also durch den Speedrun ist da hinten, wo man nichts sieht, logischerweise. Man sieht nichts, aber stinken nennt sich extrem. So, Jungs und Mädels, es ist leider mir glam ein Scheiß passiert. Und zwar, wir haben uns ein bisschen verlaufen. Wir gehen jetzt in die falsche Richtung seit 10 Minuten. Und das Auto steht irgendwo da ganz drüben. Und wir gehen in die komplett andere Richtung. Schauen wir, ob wir dennoch beim Auto rauskommen. Ich glaube es nicht. Aber wir werden sehen. Auto ist in Sicht. Jetzt sind wir vielleicht noch 10 Minuten in die andere Richtung gegangen. Erträglich sind wir gleich da. Servus, Senores. Bonjour. Bonjour, Madame. Bonjour. Hallo. So, endlich beim Auto kommen. Mit einem kleinen Umweg. Ja, echt klar. Und somit beenden wir das Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da und vielleicht die Glocken aktivieren. Das war saugeil. Das war richtig mega nice. Wir hören uns beim nächsten Video. Macht es gut. Gesund bleiben, aufpassen auf euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.